Willkommen meine lieben Freunde zu einem weiteren Let's Play von mir. Wir starten heute gemeinsam in die Story von Far Cry 6. Das Warten hat endlich ein Ende und Far Cry 6 ist für alle Plattformen erhältlich. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Möchtest du mich unterstützen? Dann lass doch gerne auf kostenlose Ehrenbruderbasis ein Abo da. Like meine Videos, kommentiere meine Videos, um nichts mehr zu verpassen. Krasser Einstieg, muss man ja schon sagen. So viele Tote. Scheiße. Ich nehme mit, was brauchbar ist, und dann nichts wie weg hier. Verdammt, keine Munition. Liegt hier vielleicht noch irgendwo Munition? Ich muss das Lager finden. Cornio. Das geht noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Na, ich glaube, wir müssen hier lang. Untersuchen. Ah, okay. Hier sind sogar auch Pfeile, dann kann ich das Telefon ja eigentlich auch wegpacken. Anscheinend muss ich den blauen zu Libertad folgen. Oh, was haben wir denn hier? Kann ich das hier irgendwie kaputt machen? Hey. Scheiße, wer schießt da? Ich muss aufpassen. Schleiche dich an einen unaufmerksamen Soldaten heran und benutze F und einen lautlosen Machete-Kill. Okay, für einen lautlosen Machete-Kill. Innerer Verwesung. Woher ich wusste, dass du für Libertad kündest? Ich habe es gerochen. Ich bin jetzt tot. Ich werde Meldung erstatten. Und du? Du wirst langsam aufgefressen. Stück für Stück. Versucht wohl noch jemand nach Clara. Oh, was ist das? Könnte nützlich sein. Cool. Ach so, hier kannst du dich dann also bekleiden, okay. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Mods kann man sogar auch machen, cool. Na komm, nehmen wir mal das jetzt, den Zebra. Du hast nicht genug Material, um Mods an der Werkbank Ah, okay. Finde Claras Lager. Zu Libertad gehen, ein Boot stehlen, mich aus Yara verpissen. Kinder. Ach, verdammt. Ui, was ist das denn? Ein Wildschwein. Boah, wie ist das raus? Nicht die beste Zeit für die Guerilla. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Wie kannst du den einhaken? Clara kriegt nicht gern Besuch.
Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Danny, ein Freund von Lita. Silencio. Bist du der einzige Überlebende? Antworte mir. Ich fragte, bist du der einzige Überlebende? Ja. Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist, was zählt. Einen Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen, ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermano. Lita meinte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wärst keine Pussy. Come mierda. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Wie alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar rettet euch nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach? Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet. Aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie 1000. Du weißt, ich bin kein Guerillero. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Also wir hätten was von Miete zahlen, erzählt ihr. Wir haben ein Gewehr bekommen. Das ist doch schon mal nice. Was gibt's denn hier? Munition füllen. Bereit, die Miete zu zahlen? Bist du bereit? Bin ich bereit, die Miete zu zahlen? Ich weiß nicht. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker.
Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortez zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortez. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Ja, ich hoffe auch. Dein Handy ist nicht verfügbar. Nice. Notizbuch. Immer positiv bleiben. Am Ende werden wir gewinnen. Ja, können wir mal anlassen. Hältst du den Kleinen echt für einen Kämpfer? Ich hab dir nichts zu sagen. Ja, ich hab auch nichts zu sagen. Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekram funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Si, verstanden. Ein kluger Guerillero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Steck deine Waffe weg, um weniger aufzufallen. Kuh halten, Waffenrad, okay. Wenn du den Soldaten so näher kommst, werden sie trotzdem Verdacht schöpfen. Mit der linken Maustaste kannst du deine Waffe ziehen. Dann stecken wir mal die Waffe mal weg. Geht's also hier lang, okay. Ich hab da gerade Funk gehört, oder? Der Name sagt mir nicht. Wie sieht er denn aus? Älter, trägt einen Filzhut, kleidet sich wie ein Tourist, hält nie die Klappe. Tut mir leid, Senor, den habe ich noch nie gesehen. Und die Libertad-Terroristin Clara Garcia? Auch nicht. Du bist frei, verschwinde. Signora, kann ich denn nichts tun? Natürlich. Du gibst mir dein Fischerboot. Aber das ist alles, was ich habe, Signora. Du kannst dein Fischerboot behalten. Ist das die Bar da drüben? Ja, da steht es auch oben drauf. Das könnte Juan sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien?
Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg, noch eine Cantina, noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Das hat mich wohl verraten, Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack. Redest dir ein, ein Held zu sein. Und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Was zum? Sie, Guapo liebt dich. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Er ist ja ganz krass drauf. Er ist ja echt krass drauf. Nimm die Waffe runter, sofort! Waren das jetzt alle, oder? Okay, alles gut. Verpissen wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Ich bin besoffen, aber nicht so besoffen. Ich bin direkt hinter dir, alter Mann. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Vamos. Ja, Guapo. Ihren Amigo. Komm, wir sollten hier verschwinden. Okay, Amigos verfügen über eine Kernfähigkeit und einzigartige Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können. Fahre über deine Amigos und drücke F. Steht da echt Fahre? Um mehr über sie zu erfahren. Mhm. Es gibt einen Grund, warum Guapos Verwandte nie ausgestorben sind. Seine Gesundheit erholt sich und er kann weiterkämpfen und sich wiederbeleben. Das ist geil. Das ist cool. Du hast schon. Ja, dann komm, Guapo, komm. Wie heißt du? Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Ein bisschen weit hergekommen. Warte. Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Siehst du den Rauch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9.
Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Ja, wo ist er denn? Immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Komm, Ehrenamigo, let's go. Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt er mich sofort. Anscheinend. Was verdammt hast du damit vor? Unsere Zukunft zu stehlen und Yara ins Chaos zu stürzen. Zwei von vier. Das könnte natürlich sein. Okay. Schon viel besser. Oh. Ein Gewehr. Noch mehr Scheiß für Juan. Komm, Guapo. Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm mal in die Puschen. Wir müssen zurück in Claras Lager. Schieh, das sag ich doch die ganze Zeit. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist denn das für Kram hier? Brauchst du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja, ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin hier. Ja, ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerilla, immer Guerilla. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hast aufgeben. Coño, wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich nicht zu den Yankees fliegen kann? Oh nein, nicht. Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortez dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben. Er mit seinen Regeln. Wenn du immer das richtige Werkzeug für den Job. Echte Lebensweisheit. Oh, okay. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige, Danny. Musik.
Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir richten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny. Mach dich mit ihr vertraut. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich. Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay. Wie sieht dein anderes Mal angenommen, dein Ziel hat heute daran gedacht, Helm und Weste zu tragen. Dann brauchst du panzerbrechende Munition. Diese Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Und sie gehen durch Kevlar wie Heu durch eine Kuh. Prima. Jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Der macht aus einem Peng ein Puff. Allerdings auf Kosten der Reichweite. Ja, ich sehe schon. Geschwindigkeit, Handlung. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist ein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Okay. Okay. Julio. Verdammt. Schachenbaum macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Oder Juan. Einsatz abgeschlossen.